Genau, sehr gut, sehr gut. Oh, ich mach freiwillig die Schranke auf. Monty sitzt ab. Hat er gerade als seine einzige Aufgabe das Elementarste verloren? Ja. Ich hab sie verloren, es ist weggepackt. Das geht ja wohl 20 mal schneller hier. Jawohl! Genossen! Da kommt gleich von der anderen Seite kommt gleich Auto vorbei. Ja, hab ich gesehen. Wollte ich nur Bescheid sagen. Genosse, hast du Zigarette für mich? Hab ich mir selbst geschnappt. Genosse, hast du Zigarette für mich? Was bekomme ich im Gegensatz dafür? Meine grenzenlose Liebe, kannst du sie mir in den Rucksack packen? Die Brille ist nicht so viel wert. Der Werkzeugkasten bringt mir auch nicht viel. Das ist richtig, Genosse. Ist das sauber? Ich hab sie noch nicht reingepackt, warte. War sauber? Ja, war sauber bis jetzt. Gut, okay, dann lass ihn durch. Oh. Genosse, hast du auch eventuell Feuer für mich? Ja, sind's auch noch Feuer? Ja, ich habe aber keine Ausgabe gekriegt. Ja, der Monty ist nur am Kippenschnorren, Doc Schrott, da hast du recht. Jetzt hab ich dir schon zweimal das Leben gerettet. Danke, Genosse. Ich glaube, du schuldest mir was. Genosse, Kommandant? Ja. Wir haben noch ordentlich RPGs und Iglas da. Mit ordentlich sehr Muni. Nice. Sehr nice. Also auch wenn noch eine heiße Phase kommt, hast du natürlich die Freiheit, dir sowas zu nehmen und Notfallsfahrzeuge zu stoppen. Ja. Die befinden sich hier in dem Schuppen. Jo, alles klar. Würdest du runtergehen von der Straße? Da kommt gleich ein Auto durch. Was gibt's, Monty? Monty. Runter von der Straße. Ja, sorry, Headset war hochgeklappt. Ja, ja, ich bin schon weg. Was gibt es? Ich wollte nur sagen, dass da ein blaues Auto von da hinten kommt. Und ist das sauber? Da ich erst gemeldet habe, dass da was kommt, weiß ich das natürlich nicht. Okay. Mir wurde gesagt, es ist sauber. Alles klar. Habt ihr Funk? Yuki und ich haben Funk. Warum melde ich denn dann? Weil du zwischen Süd- und Nordschranke melden sollst. Alles okay? Zwischen mir und Yuki. Alles okay. Achso. Also die Genosse, also die beiden Trupps hören sich nicht. Genau. Okay, habe ich verstanden. Notfalls kann dir Jonas auch helfen bei der Unterstützung. Wäre eh ganz schön, wenn wir hier ein bisschen zwischen Checkpoint oder im Checkpoint ein bisschen bewegen. Soll ich zwischen den beiden Punkten ein bisschen patrouillieren? Genau, nimm den Jonas mit. Jonas, du fängst hier an, gehst nach Richtung Nord, ich gehe nach Richtung Süd. Du gehst auf dieser Straßenseite, ich gehe auf andere. Habe ich noch vergessen. Oh ja, du musst hoch. Die Türen lassen sich nicht öffnen. Nee, du gehst runter. Fehlt der Schlüssel. Ja, meine ich ja. Du musst erst hoch und dann gehe ich wieder runter. Richtig, ich genau. Alles klar. Ja, ich suche erstmal einen Raum, wo wir notfalls einsperren können, ohne dass sie sich Mund auf munitionieren können dadurch. Ja, alles klar. Notfall Sanizelt. Ja. Genosse Kommandant. Was denn? Der Fahrer vom Panzer hat irgendwo Zigaretten erwähnt. Du hast doch welche, oder? Ja, aber er hat mehrere erwähnt, dass die noch irgendwo rumliegen. Ach, dann liegen die bestimmt hier da trocken und... Im Kommandobunker, glaube ich. Da habe ich noch keine gefunden. Geht der Wisch an? Morgen! Guten Tag! Metzger? Ja? Du gehst dann gleich links an der Schranke entlang und gehst dann die Seite wieder hoch, wo ich lang gegangen bin. Ja, wie so ein Kreispack. Genau, richtig, genau. Alles klar. Das musst du was Falsches erzählen. Bitte? Nicht, dass du dir was Falsches erzählst. Ja, hatte das Equipment alles dabei, das passt schon. Genossen, alles klar bei euch? Bei uns ist alles gut. Hast du ein paar Kippen? Guck mal, nee, ich musste schon schnorren. Ah, okay, da auf der Nordseite ist gerade ein LKW angekommen. Da. Ein roter. Norden. Ja, auf der anderen Seite da. So. Ich bin schon spät. Wir sind hier egal.
Die bleiben jetzt hier bei Alexei, er passt auf sie auf. Pass auf mich auf, wie ein Baby oder was? Ja, so wie die drei als Schau. Genosse Kommandant? Genosse. Ja. Und da vorne scheint es ein bisschen Stress zu geben. Ich weiß. Der Yuki macht das. Können Sie sich bitte erstmal beruhigen und runterfahren? Nein, ich werde hier garantiert nicht runterfahren. Warum werde ich hier festgehalten? Ich will zur fucking Arbeit. Aufgrund dessen, dass das hier ein militärischer Kontrollpunkt ist. Und wenn Sie hier durch möchten und zu Ihrer Arbeit fahren, dann würde ich Sie bitten, jetzt zu kooperieren. Ansonsten endet das Ganze für Sie in der Arbeitsstelle. Ah, jawohl, Sir, ich kooperiere. Das gefällt mir schon gut. Das ist so, was gibt es hier? Was hältst du von der Militär? Das ist eine militärische GPS, kenn ich sofort. Will ich auch sagen. Gut, Alexei kommt GPS ist konfisziert. Sie können jetzt einsteigen und weiterfahren. Können Sie sich nach dem Zustand wieder ab? Ah, der Genosse hat derzeit keine Wodka. Wir haben schon, ich hab den Sunny angehauen. Die saufen doch eh alle, der hat was. Ah, die Sunnys, die wissen sowieso immer, wo es hergibt. Ja, der hat was. So, ganz da was Feines. Ah, der ist da hinten angekommen. Ich muss weitergehen. Was habt ihr da für einen Kumpan da hinten? Ah, der macht ein bisschen Stress. Ein bisschen Stress macht er? Ja, ja, macht Stress. Sagt, will ich hier durch? Sagen wir, nee, geht nicht. Ja, das machst du beim nächsten auch. Gute Arbeit, Juri. Und Vollidiot, du. Boah, was war das denn für ein Arschloch, ey? Ah, wie ist typisch in Nord-Tschernobyl, sie sind alles Arschlöcher. Was für ein Penner. Typisch in Nord-Tschernobyl, sie sind alles Arschlöcher. Der Junge Monty. Jawohl. Oh Mann, ey. Das Blöde ist, wir haben nicht mal Kabelbinder dabei, um solche Leute einfach mal. Genosse Kommandant, ich habe Maschinengewehr. Ja, aber wir können nicht einfach aufgrund jemand, weil uns jemand nicht passt, ihn einfach mal eine Ladung Blei in den Körper. Ja. Wieso ist Kriegsgebiet, sagen wir einfach. Jungs, alles grün bei euch? Ja, wir haben Wodka, wir haben Kippen, bei uns ist im Moment alles gut. Ein Stuhl wäre noch gut. Hast du eine Kippe für mich? Ja, immer noch. Packst du mir in den Rucksack? Warte. Andere Seite kommt ein Fahrzeug. Da habt ihr mal gerade zwei Kippen eingepackt, gell? Oh, danke. Hast du auch Feuer? Ja, natürlich. Ich hab natürlich Feuer. Ja, das geht aber irgendwie gerade nicht mit dem Feuer. Musst du auf meinen Kopf gucken. Ja, aber doch. Ja, bitteschön. Vielen Dank, Genosse. Ich patrouilliere weiter. Lass dir schmecken, aber das sind die Chinesischen. Das kann sein, dass da... Ja, schmeckt wie bengalische Arschhaare. Ja. Aber trotzdem danke, Genosse. Hab ich vom Militär gekriegt, kann ich nichts für. Ja, danke. Fahren Sie weiter, Fahren Sie da lang! Los, fahren Sie! Fahren Sie da lang! Ja, er kann nicht fahren, wenn Motor kaputt. Verdammte russische. Wieso ist Motor kaputt? Soll ich mal gucken? Ja, gucken Sie doch mal. Sind Sie professionell? Ah, ich bin professioneller Motorgucker. Ja, schauen Sie mal, ob Motor vielleicht funktioniert. Ich nichts wissen. Also, Reifen sind in Ordnung. Fracht. Was haben wir denn in Fracht? Fracht ist auch okay.
Ja, Auto ist nicht kaputt. Warum nicht fahren? Oh, ich probier mal, Sekunde, ich probier mal. Ja, eine Sekunde. Ja, verstanden. Sehen Sie das Gebäude? So, Motor geht wieder. Ja, danke. Ich glaube, ich nenne kein Wort. Ich war jetzt weit. Gute Fahrt! Ja, ein UAZ geht nie kaputt, richtig. Nur so wenig. Ich weiß noch, in meiner Heimatdorf habe ich einmal die Dorfpolizist blöd angeschnallt, hat mich für die ganze Nacht weggesperrt. Genau, so Panzerfan. Hast du noch was von deinem Elixier des Lebens? Ja, natürlich, mein Freund. Ah, die Jungs von der anderen Schranke haben gefragt, ob ich was mitbringen kann. Aber natürlich, ich habe eine ganze zweite Flasche voll dabei. Ah. Für die kleine Summe von nur 20 Rubel. Ja, haben die Jungs mir von drüben 40 gegeben. Kriegst du 30, okay? Ja, es passt. 35 und wir haben geschehen. Alles klar. Ja, bitte sehr. Gut, danke. Ich bring das mal rüber. Ah, es wird doch noch eine lukrative Tagesaussicht. Du stammst von Händlern ab, oder? Was? Du bist kein guter Genosse. Habe ich jetzt meinen Wodka mit Verlust verkauft? Ja, siehst du, der hat dir das Zeug auch nicht für deine 30 Rubel abgekauft, ne? Da habe ich bezahlt 25, jetzt habe ich nur gekriegt 22,50. Da bist du aber selber schuld mit deinen 8 Frauen und 30 Kinder, oder wie du gemeint hast. 57 Kinder und 92 Frauen. 92, ja, das Zählen lernen wir auch wieder, gell? So, ich muss weitergehen. Ja, mach mal. Wegen wird ein Warnschuss gegeben unter 50 Meter, wenn dann die Geschwindigkeit nicht verringert wurde. Wird das Fahrzeug kampfunfähig gemacht. Wir haben zwei Mann an der Schranke und rechts hinter den Bäumen ist ein kleiner erhöhter Posten, da befindet sich der dritte Mann. Wir haben eine Arrestzelle hier vorne. Und sieht das auch aus? Ich würde gerne einen Blick in die Zelle werfen. Ja, sicher. Der Checkpoint sieht sehr sauber aus, das haben Sie sehr schön im Schuss gehalten. Oh, soweit ich weiß, haben wir den auch nur übernommen. Also ist das Lob eher an unsere Vorgänger wahrscheinlich. Ja, sieht schön aus. Genosse, hast du nochmal Feuer für mich? Alter, das ist aber auch eine Kette, ey. Hey, beim nächsten Mal, ich verlange 5 Rubel dafür. Du verlangst 5 Rubel für Feuer? Ne, dann geh ich weiter. Nö, nächstes Mal. Dieses Mal geht noch, aber... Danke, Gott. Glaub, ich muss dir eine organisieren. Ah, ich habe kein Feuerzeug gefunden. Ja, sehr schön. Sehr gut. Du bist schlecht vorbereitet. Sieht alles sauber aus. Kann ich noch den Sanitätsbereich... Der kommt, Monty, der kommt. Warte. Na, okay, scheiße, ich kann's nicht abbrechen. Doch, kann ich. So. Okay, behalt die mal im Auge. Du hast nichts gesehen, ich hab nichts gesehen. Genossen, habt ihr irgendwas gesehen? Was denn? Gab's was zu sehen? Nein, gab nichts zu sehen. Okay. War alles ein bisschen nicht. Sag mal, ich hab mal eine Frage. Ja. Ich brauche auf meinem Hof, ne, da habe ich so einen alten LKW, ne, da brauche ich noch ein paar Reifen für, ne? Ah, ich habe zufälligerweise 2 Reifen. Bezahlst du 50 Rubel, kriegst du 2 Reifen. Beide Reifen 50 Rubel. Beide Reifen 50 Rubel. Ja,
Aber wie jetzt? Ich war jetzt mal beide Reifen. Bring ich dir sofort hier hin, kannst du verstecken und dann kannst du nachher mitnehmen. Was soll ich hier damit? Du musst die auf meinen Hof bringen. Nee, das musst du selber machen. Aber da hinten stehen noch zwei Autos. Oder was? Wie stellst du dir das vor? Das ist mir völlig egal. Du kennst meinen Preis. 50 Rubel pro Reifen. Okay, sagen wir 25 Rubel pro Reifen. Pro Reifen. Pro Reifen, also 50 gesamt. Ja, da können wir drüber reden. Dann bringe ich dir die Reifen hier hin, du gibst mir 50 Rubel und wir sind Freunde. Ja gut, leg sie mal da unter. Okay, musst du aber machen, Schranke auf. Ja, mach ich auf. Genosse Jonas, für 5 Rubel hilfst du mir? Ja. Nein, der kommt gleich wieder. Was denn? Achtung, der kommt! Ich weiß jetzt nicht, warum da 3 Reifen liegen. Ich habe nur 2 geklaut. Ich hab doch auch noch einen. Mhm. Ich weiß von nix. Ich hab auch noch einen mitgenommen auf der anderen Seite. Zwei Fahrzeuge, eins abgedeckt, eins bedeckt. Wurde auch nicht benutzt. Und da hinten haben wir dann unsere Energieversorgung. Funktioniert der Lichtschalter? Schreiben doch eine Nachricht, dass die rein. Ja, Mann, ich werde gleich nachschreiben. Da. Bitte demonstrieren Sie das uns. Ja. So, einmal Lichter aus. Ja, die russische Armee ist halt sehr korrupt. Ist einfach so. Wo du den einen auf der einen Seite gemacht hast, den anderen auf der anderen Seite. So, ich lauf bis zur Schranke. Wenn ich da bin, machen wir wieder Patrouille, okay? Gerne. Ja, gerne. Ich würde mich gerne mit deren Soldaten noch gut unterhalten und dann melde ich mich wieder bei Ihnen. Nur um meine Onkel Vadim durch Alkohol vergiftet zu trinken, zu töten. Ja, ich sag, ihr wisst nicht normal, was dieser Mann trinken kann. Ja, ist ein guter Preis, hä? 50 Rubel, 2 Reifen. Genosse Kommandant! Jawohl. Jemand hat ihm 2 Reifen geklaut. Warum? Ey, wer war das? Ich glaube, das war die Südwache. Ich werde das Ihrem Vorgesetzten melden. Ja, genau, machen Sie das. Bei meinem Auto wurden 2 Reifen geklaut. Hört auf zu lachen, das verrät uns. Sekunde, ich gehe weiter. Ich muss irgendjemanden ausliefern und Genosse? Ich weiß nicht, wen ich ausliefern soll. Genosse? Ich habe gerade gesehen, dass der Genosse Camilo Reifen transportiert hat. Ah, war Camilo, war definitiv Camilo. Ich weiß, wer die Reifen geklaut hat. Genosse Camilo? Ja. Ihr beide. Ich habe nichts geklaut. Du hast genauso geklaut. Diese beiden Männer sind. Ich habe nichts gemacht. Hast du keine Beweise? Ich habe mein Gedächtnis und ich habe euch genau gesehen. Hast du gar nichts gesehen? Ist mir völlig egal, ich gehe meine Patrouille. La 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 la. Ja,
aber was wir können machen, wir haben doch da zwei Jeeps. Okay, wieso wir stellen die hier auf? Okay, ich hab nur einen rein. Genosse Camillo! Mach was? Der andere Trupp ist dir auf den Fersen, die wissen, dass du die Reifen geklaut hast. Ich hab nichts geklaut. Du hast die Reifen geklaut. Hey, Kollege war da immer Kontrolle. Ja, ja. Ich hab da einen Zeugen, gell? Genosse Duckinger ist Komplize. Er versucht uns gerade hier in die Pfanne zu hauen. Gar nicht, ich geh weiter. Du hast dein Geld noch nicht bekommen. Ich muss Patrouille machen. Deine Wodka nicht gut. Nee, Wodka war nicht gut. Danke. Hey, Kontakt, Fahrzeug um. Ja, du bist schnell. Cool, das ist ein Lolli. Alles gut. Lolli, nehm ich noch. Ja, so. Dankeschön. Gute Weiterfahrt. Stopp. Stehen bleiben. Boah, Jungs, ihr müsst euch mal beruhigen, ey. Das gute Weiterfahrt. Stopp, stehen bleiben. Motor ausschalten, bitte aussteigen. Bist du verletzt? Ja, und dann bitte in den Lichtkegel treten. Fühle mich, du riere Waffe etwas. Servus, ja, gut, ich weiß sehr da nichts, weißt du, das ist ja dunkel wie in einem Katzenarsch, ne? Ja, wo soll's hingehen, Jo? Ich muss nach Dimitriskowska. Ja, ich hab ein bisschen Heizöl für meine Familie. Bisschen Heizöl? Ah, was hast du denn da für schnatze Taschen anhängen? Lass das ist wichtig. Ist wichtig? Ja, ein Rucksack ist wichtig. Ja, was ist das da, was du da am Gürtel noch hängen hast? Da ist einfach nur mein Mütchen. Dann was? Eine Mütze. Zeig mal her. Cool, wa? Ja, schicke Mütze, du. Wo hast denn die her? Die habe ich irgendwo gefunden. Auf einem dieser alten Army-Markt, weißt du? Aha. Und da hast du die gekauft, oder was? Ja. Und hast du mit wo ist dieser Markt? In Elektro, oder was? In Elektro? Ja. Da kriegt man so Zeug. Ja. Dann wäre das so ein Sprengplatz. Du, ich schmeiß mal gerade da Blick auf deine Tankanzeige. Ja, darfst du mir so machen. Wenn du die Gefahrgutzulassung brauchst, habe ich im Haus schon gewartet. Ja, die kontrolliert gleich mein Chef da. Warte mal, das ist gerade so ein Meldegänger. Wer steht denn da am Tor? Auch gern Wodka, gibst du? Ja. Wisst ihr? Alter, ich hab einen gefunden. Der steht zu mir. Der steht zu mir, hab ich gesagt. Das ist genau mein Typ hier. Ey, wir müssen mal einen zusammen trinken, Mann. Boah, soll ich dir erzählen, was passiert ist? Ja, pass auf, wir voll. Ich hier hochgefahren, ne? Alles cool. Ja. Durch? Du Alex? Ja? War Alex angekommen? Seine Frau. Die ist voll angepisst, die Alte.
Boah, Alexei auf Position, Auto kommt. Weißt du, wir wollen nur Auto kommt. Ganz normal ein Trinken. Ja. Ja, ja, ganz meine Position normal schön trinken, ja, rauchen. Und plötzlich rastet die voll aus, ey. Boah, was ein Schauspiel. Voll am Abdrehen, setzt uns vor die Tür. Hier alles draußen klar weitergesoffen, ne? Voll geil. Hallo. Der Kollege? Ich hab vielleicht gleich eine Mitfahrgelegenheit für Sie Richtung Zillingnogorsk. Passt das? Nee, da bin ich überhaupt nicht hin. Hier ist gemütlich, hier ist warm. Ich hab hier ein Bett. Ah, voll geil. Gut. Guck mal, da kommt wer. Und da setzt sie uns vor die Tür. Und wir voll am... Oh Gott, war das ein schlechter Fusel. Der ist selbst gebrannt, den Shit, ne? Dieser Idiot, ich wär fast blind geworden, ne? Boah. Okay. Ja, genau. Was haben sie da alles besoffen? Gut, was geht denn da draußen ab? Weiß ich nicht, irgendein LKW, glaube ich. Und ich glaube, das brennt! Ey, das brennt! Nein, das sind nur Signalfackeln, bleiben Sie ruhig! Jungs, das brennt bei euch da! Seid voll! Und voll! Wo habe ich hier einen Feuerlöscher? Shit! Jetzt beruhigen Sie sich doch mal! Kommen Sie hier ans Fenster! Da kommt bloß kein Alkohol rein, es gibt nur Motzstichflamme! Ah! Hä? Jetzt bleib mal ruhig da drin, das ist nur Licht. Hat's gelöscht. Genosse. Ich war verletzt. Ist das von uns? Ja, das ist ein Rettungsspringer. Oh, sehr schön. Boah, das war knapp, Mann. Kein Ding. Jetzt stell dir mal vor, der LKW hat Flammen gefangen. Das war bloß Licht. Fahren Sie gleich weiter Richtung Grün? Ja, der LKW hat Licht, alles richtig. Jetzt hat er aus. Ja, jetzt mach das gleich wieder an. Ja, kann ich. Das ist ja nett. Aber Genosse, wir können doch das Fahrzeug später noch zurückbringen. Ich muss ein bisschen Bewegung kriegen. Boah, wie groß ist denn die Zelle hier? Das dauert ja Ewigkeiten. Von hier, das sind bestimmt 10... Boah. Ah, aber richtig schön hier. Guckst du, aber nicht. Auslauf. Was? Nein, ich kotze doch nicht. Hallo, was du machst, Schwächling, da hältst du mich? Ich patrouilliere. Oh, du bist da. Guck mal, hier ist ein Gitter. Da sind Fenster. Ja. Darf ich ein Fenster aufmachen? Nein. Aber hier ist so schlechte Luft drin. Ja, Herr Kommandant. Ich hab hier nicht reingekotzt. Genossen, ihr verpasst da unten ein riesen Schauspiel. Genosse Kommandant? Ist der Genosse Kommandant hier? Ich will nicht fahren, ich muss selbst fahren, ich brauch die Karre morgen. Ja, die wird mitgenommen. Genosse Kommandant? Treten Sie bitte aus der Zelle vor. Ja, hier, Genosse Kommandant ist hier, ja, hallo. Guten Tag. Was gibt's, Monty? Ist gleich. Achso, er ist ja... Oh Gott. Genosse Kommandant? Getrunkenen mit zu Ihrem Fahrzeug? Genosse Kommandant? Die Truppen fragen nach Essen und Zigaretten, Genosse Kommandant. Ich hab nicht. Zigaretten. Wenn Sie fahren, das könntet ihr haben. Jawohl. Kommen Sie bitte mit mir. Haben Sie eine Antwort für die Truppen, Genosse? Die sind ein bisschen unleidlich. Ich patrouilliere hier. Genosse Camillo, hast du Zigarette für mich? Ich sag, warum kommt ihr eigentlich alle bei mir Kippenschnochen? Der Panzerfan hat gesagt, gehst du nicht zu mir, habe ich schon so viele Zigaretten weggegeben. Ja eben, bei mir kommt hier jeder Kippenschnochen, ey. Ja, genau. Gib den Monte eine mit, der soll mir eine rausbringen. Ja, die sind doch gerade da hinten, haben doch gerade Kippen gebracht, oder nicht? Naja, anscheinend nicht. Genosse, gibst du mir Kippe? Ja komm, ich schlicke da. Monte, komm, hol ein paar Kippen von hinten. Ja. Du hast doch gar keine. Da bringst du ihm noch eine Kippe hoch, gell? Mach Feuer hast du. Dann gib mir noch eine mehr. Wie noch eine mehr? Oh, komm. Boah, ey, jetzt bist du aber hier ganz schön, ne? Soll ich da jetzt auch 35? Gib mir auch Feuer. Bezahlung. Ja, warte. Ja, Genosse, ich bring dir gleich eine Zigarette hoch. Entschuldigung. Danke. Ja, hast du Feuer. Genosse Duckinger. Oh. Scheiße, Betty, siehst ja echt überhaupt gar nichts. Wo bist du? Ach. Ah, okay, warte. Ey, echt wirklich, ich sehe wirklich gar nichts. Dreh dich mal um. Warum soll ich mich umdrehen?
damit ich die Zigarette in den Rucksack packen kann. Okay, ich habe ja keine. Ach, du hast keinen. Ah, scheiße. Ich muss den Boden legen. Warte mal. Ja, okay, ich probier's mal, ja? So. Zigarette. Müsste jetzt direkt. Ah, warte. Ich glaube, ich hab's. Ah, ich sehe sie. Ja. Hab ich? Feuer habe ich aber nicht. Feuer ist keins. Super. Muss ich erst wieder runtergehen? Ich warte hier oben, du gehst runter. Okay, spasiba. Ah, spasiba. Einmal Feuer. Macht 35 Rufe. Spasiba. Ich bring einen LKW, einen Reifen zu dir. Ja, jetzt wo Reifen brauche ich jetzt nochmal. Ich könnte noch ein bisschen. Das könnte ich noch brauchen. Stabiles Abschleppseil. Ah, die sind am Fahrzeug integriert. Ah, Genosse Monty geht wieder. Noch ein paar Meter vor, langsam. Stopp. Schön langsam. Stopp. Anhalten. Bitte Motor aus, aussteigen. Der hat eine coole Brille. So, kommen Sie mal nach vorne, Lichtkegel. Ich hänge irgendwie gerade fest. Du, was ist denn da los hier? So, sehr gut. Aber komm, wir gehen mal dahin. So, dann. Monty? So. Ja. Wo soll es denn hingehen, Kollege? Weiß nicht. Das ist ja ein sehr seltsames Ziel. Hier, yeah. Hinter dir. Durch Drogen. Also, einmal Hase mit Kraut, was zum Essen. Nee. Was? Ja, Hase mit Kraut, was zu essen für dich. Ah, danke. Oh, endlich. Ich hab so Hunger. Aber musst du gleich dem Camillo auch was geben? Der hat vorhin gefragt. Ja, kriegt er gleich. Gibt's auch Zigaretten? Nein. Schade. Okay. Ah, komm jetzt mit. Alles klar, gut dann. Und noch andere Arbeit zum Erledigen. Boah, geil, tragt ihr alle so eine Waffe? Ey, ist ja voll fett. Das ist ja eine schicke Karre hier. Siehst du? Spottlich geschnitten. Ist ja echt cool, Alter. Kopf. Wer ist bei uns, gell? Ah, endlich mal ein bisschen hier rausgekommen. Im Eck da hinten. Ja, so schlimm. Ja, also wenn du die ganze Zeit drin bist, hast du Platz auch noch eine Weile. Okay. Ihr habt ja immer noch das Vergnügen, ihr könnt immer noch hier rausrennen. Naja, und wir müssen uns von irgendwelchen Typen voll quatschen lassen. Ja, das wäre mir lieber manchmal. Ja, okay, verstehe ich. Hat da der Hase geschmeckt? Der war lecker. Ich habe hier noch meinem Duckinger noch die Hälfte abgegeben, gell? Ah, okay. Ja, der hatte auch was oben. Gefraßt. Der Lutze, der kam ein bisschen später. Ich glaube, der Lutze hat vom Hasen nichts abgekriegt, doch, oder? Doch, den habe ich was gegeben. Dem hast du was vorbeigebracht, okay. Ja, da wusste ich ganz genau, dass er noch was brauchte. Ja. Okay. War denn eure Scheinwerfer kaputt? Nee, ich glaube, das Licht vom Fahrzeug ist heller. Sich, glaube ich, so ein bisschen. Wer kommt denn da noch an? Ah, Dockinger. Hallo. Monty? Ja? Was machst du mit unserem Licht? Ich habe nur geguckt, was es aus ist. Weil es sieht irgendwie so aus. Ja, ne, das wird von den Scheinwerfern vom Fahrzeug überdeckt. Guck mal, was der da Scheinwerfer vorne drin hat. Ja, also Neonlichter, ne? Also ich gehe weiter. Da ist ja... Ich habe eh keine Munition in der Waffe, ich gehe weiter. Ja, da geh lieber mal wieder rein. Nee, der will da nicht, dass wir da reingehen. Da wieder, ja. Dann sind die Rücklichter auch an bei Ankunftsfahrzeugen. Der hat Monty. Mitkommen, hierher. Ich habe keine Munition. Ich habe ein Magazin übrig, wenn du haben willst. Ja, gerne, Genosse. Packst warum du mir habe Rucksack? Keine Munition? Was da du hast los? Keinen Rucksack. Nein, du hast keinen Rucksack. Echt nicht? Echt nicht. Ich habe ihm gegeben, Magazin. Warum du habe keine Munition? Weil ich versehentlich gemacht habe Fehlschuss. Ah.
Waffe ist gesichert. Wie du willen wollen dich verteidigen, wenn du hast keine Waffe. Habe ich auch gesagt, aber Genosse Kommandant war ein bisschen pissig. Okay, diese, was kann ich machen? Für diese einen Auftrag, du kriegst, hast jetzt das Magazin gekriegt. Ja, was soll ich machen? Wir warten jetzt noch auf die Befehle vom Kommandant und dann, Gearfield, du übernimmst die Führung. Muss ich schon wieder führen, ist klar. Kann ich machen, kenn mich hier aus. Warum hat der Genosse keinen Helm auf? Weil ich muss führen, ich muss sehen. Ah. Gearfield, setz den Helm auf. Wo gibt Helm? Dann hast du keinen Helm gekriegt. Ich nur habe bekommen Mütze. Gut, okay, dann führst du halt mit Mütze, ist egal. Führen durch Mütze. Was ich mache? Da hinten ist ein Haus mit Licht dran und da guckt ihr dann gleich nach, ob da irgendwas ist. Allerdings warten wir noch auf Befehle. Das Haus? Negativ. Ah, okay. In der Kurve hier. Wenn du hierher kommst, siehst du es nicht. Ah, das Haus. Genau. Da guckt ihr denn gleich nach. Wir warten jetzt aber noch auf Befehl von Kommandant bezüglich... Okay, dann gehen wir gleich dahin. Bezüglich eventueller... gehen wir dahin. Feinde... anschießen... aber ne, bezüglich des Lichts, ob ihr es ausschalten sollt oder nicht. Aufhören. Okay, Genosse, dahin. Ich warte jetzt noch auf Befehle von Kommandant. Jawohl, Genosse. Und der Genosse Gearfield führt das Ganze an, Genosse? Wo ist Genosse Gearfield? Ah, da ist Genosse Gearfield. Genosse, wenn wir mehr in eine Schießerei geraten, wo mehr als 30 Schuss gebraucht wird, haben wir Probleme, weil habe ich nur 30. Gut, okay. Also, ich habe 300. Gearfield, Monty, Panzerfan. Gearfield führt ab nach da hinten zum Licht, gucken, ob da irgendwas ist. Ein Moment noch. Wir haben an der Front zwei Basen verloren, also passt auf. Es kann sein, dass ihr ein wenig Ärger darüber bekommen könntet. Jawohl, Genosse. Also, los. Ich habe 30 Schuss Anti-Ärger-Magazine dabei. Was? Ach doch. Ah, so, Genosse, hast du mich überrundet. Du hast keine Munition, ich schau. Boah, ich habe 30 Schuhe. Ja, okay, Genosse, gehst du vor, komme ich als letztes. Ich habe ein schweres leichtes Maschinengewehr. Ich habe nicht so leicht. Ich habe 30 Schuhe. Leicht, aber ist Maschinengewehr so. Hat jemand Taschenlampe an, Knarre? Jetzt. Würde meine Waffe nur schwer machen. Ja, Panama, ja, stopp doch kurz. Warte mal, ihr schon mal weitergehen. Wir gehen weiter, Genosse. Ah, ich sehe aber nicht so viel. Genosse, ich sehe deinen Rucksack aktuell noch, aber jetzt so langsam sehe ich nichts mehr. Seebaum. Aber wir brauchen Taschenlampe. Oh, ich sehe noch dein Gewehr. Jetzt sehe ich auch Gewehr nicht mehr, jetzt sehe ich nur noch deinen Namen. Ja, ist ziemlich dunkel hier. Aber wir sehen Basis, das reicht. Ich sehe Basis. Oh, ich mach mal ein Foto von Basis. Kann ich meiner Mamuschka schicken? Aber wo gehen wir hin? Ich sehe vor uns nicht so richtig Licht. Ich auch nicht, aber wird hier irgendwo schon sein. Okay, Genosse. Muss ja fast, oder? Ah, da vorne rechts. Guckst du, Genosse, da? Nee, da. Da, da! Ah, da ist Gebüsch, ja. Nee, da, nee, da, nee, da, 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 da! Ah. Da ist La Tüchte. Und, Genosse, da ist auch La Tüchte. Und da ist auch La Tüchte. Ich höre einen Helikopter. Da sei ein Helikopter. Ne, ich höre auch Helikopter. Ah, Helikopter. Wir sehen da Licht. Oh, das ist Kampfhubschrauber, wie er aussieht. Ja, aber der sieht uns nicht, ist dunkel.
Monty hier? Du musst einfach weiterlaufen. Du musst einfach weiterlaufen. Aber nicht gehört. Ja, musst du hoch und spitze. Aber ich, Helikopter war zu laut, Genosse. Ja, ja, komm, wir gehen. Moment, ich weiß gerade nicht, ob ich stehe oder hocke. Ich stehe. Licht ist irgendwie komisch. Da ist Ziel. Da. Nee, da. Ich sehe nicht. Sekunde, da. Ja, das große Licht da vorne. Da, ja, da. Nee, nicht da, da. Da, ich sehe, da. Ich, Genosse, zweiter Kommandant, finde ich schlechte Idee, zu gehen dahin. Da, wir sehen bald Basis nicht mehr. Ziemlich dunkel hier. Da ist aber ein Helikopter über uns. Hier diesen Streit. Nein, Monty lebt noch. Genossen! Hallo, Genossen, hört ihr mich?
wer du bist. Wo ist Monty? Genosse, jetzt! Ah, hier ist Monty. Monty mit mir. Mein Trupp ist versprengt. Nee, wir sind hier. Ah, seid ihr zurückgegangen? Jukri ist da draußen. Monty, gehen Sie in mein Büro. Hinterm Schreibtisch befindet sich Ihr Rucksack mit Munition. Aufnehmen und durchladen. Ich habe vorhin Stimme von Yuki gehört. Wo? Also 200 Meter in Richtung Schwarz. Ich kann neben ein Auto und gucken mit Scheinwerfer. Negativ. Soll ich gehen zu Fuß und ihn suchen? Nein. Helikopter. Wie viel kommen Sie zurück oder Sie werden auf der Stelle erschossen? Oh. Ungefähr da in 1 Kilometer Entfernung waren Schützen mit Raketenwerfer. Yuki, komm. Naja, Problem Yuki, mach ist dich hier, auf den Weg zurück. Monty ist hier mittlerweile in der Base angekommen und wir müssen uns langsam für den Gegenangriff von den Separatisten kümmern, komm. Soll ich den Trupp hinter uns Bescheid sagen? So, Yuki kommt zurück, ich habe Funkkontakt mit ihm. Gut gemacht. Also, Monty geht wieder Patrouille. Ich führe jetzt meine Befehle aus und sucht euch hier an der Schranke Deckung, so dass ihr zurückfeuern könnt, aber nicht an der Schranke werden. Deckung, alles klar, ich decke. Soll ich hier vorne direkt auch in der Front bleiben, oder soll ich mich ein bisschen in die Mitte zurückziehen? Du selbstverständlich ein bisschen in die Mitte zurückziehen, wenn du der Mann ist, bist du natürlich in erster Linie Schütze, doch solange du unser einziger Sunny bist, erstmal auf alles Sicherheit. Klar. Soll ich beim Sunny bleiben, so zur Sicherheit? Ja. Okay, komm, wir gehen hier hin. Ich wollte mich jetzt hier hinhocken. Ja, genau. Ja, genau. Nur hinter das Ding hier. Ja. Hast du Magazine? Ja, ich hab jetzt wieder Munition gekriegt. Okay. Die waren so gnädig und haben mir welche gegeben. Oh oh. Da kommt was auf uns zu. Guck mal in die Luft. Ich sehe es gerade schon. Volle Deckung. Volle Deckung. Oh, oh, hier wird gar nicht gut. Das, das ist nicht gut, ich glaube, wir flocken von hier. Junge, geht's voll ab. Warum jetzt kommen Feind aus Süden? Ich dachte, Süden ist eigentlich. Nö, nee, das ist Norden. Ja, aber wie ist das? Wir gucken Richtung Norden. Da sei ein Feind. Weg da. Weg da. Weg da. Chef, weg da. Was denn? Da draußen ist noch mindestens ein. Infanteristen, wir haben Feindkontakt Richtung Ost. Warst du Ohrenstöpsel? Ja, habe ich. Hast du? Okay. Ich muss wieder rüber zu der anderen Seite. Ja, ist gut. Dort hinzugehen, um entsprechend evakuiert zu werden, sind wir Kugelfutter kommen. Genosse Kommandant!
Genosse Kommandant! Ja, Richtung Ost, Entfernung 20 Meter, feindliche Infanterie, Nahbereich. Ja, ja, bekämpfen. Richtung Ost, 20 Meter. Blöde russische Arschlöcher. Das ist echt krass. Ich hab keine Ohrstöpsel, ich hör gar nichts. Komm mit, komm mit. Hörst du mich, Lotze? Kommt, Granate! Granate, du hast... Granate, kreuze Feuerlinie! Hä? Ja. Oh, halb in da. Oh, oh, überall! Da hab ich schon irgendwie bis verbunden, aber... Ja, warte! Du Kringer ist am Boden! Du hat jemand Leuchtmittel? Nein! Jetzt! Ja, ich! Dann welche holen! Jetzt vor an die Barrikaden und Leuchtmittel rauswerfen. Du kannst was am Boden. Ja, ja, das war's jetzt. Oberkommando, hier Checkpoint Victor. Leuchtmittel ist raus. Ich wiederhole, Leuchtmittel ist raus. Flair. Da vorne liegt noch einer von uns. Wo? Links. Ja, verstanden.
Nimm ihn auf. Ja, weg. Ja, warte, ich gehe in die Deckung hier noch. Leg ihn ab. Das sieht nicht gut aus. Oh. Munition mehr!